Ja, wie man sieht, hat es bei uns ordentlich geschneit. Deshalb möchte ich mir mal selber Schneeschuhe bauen. Ist mir jetzt relativ spontan gekommen, die Idee, eben aufgrund des vielen Schnees, der bei uns sonst eher weniger der Fall ist. Bevor ich mit dem Projekt begonnen habe, habe ich mir erstmal im Internet ein paar Bilder angesehen, um dann eine Vorstellung zu bekommen, wie man das Ganze konstruieren könnte. Und habe mich dann letztendlich für eine Art Schneeschuh entschieden und die möchte ich jetzt bauen. Nachdem ich mich jetzt für einen Design bzw. eine Konstruktionsweise entschieden habe, mit so einem Alublech als Rand, der dann hinterher so eine leichte Sägezahnung bekommt, brauchen wir natürlich einmal das Deck und den Rand, dieses Aluminium. Und dafür haben wir hier vom Schrottplatz, haben wir hier so Aluminium-Riffelblech an 1,5 mm, so Reststücke bekommen. Die eignen sich dafür eigentlich ganz gut, aber die müssen natürlich noch deutlich schmaler werden. Nachdem wir jetzt die Alustreifen für den Rand zugeschnitten haben, werden wir jetzt mal das Deck fräsen. Also das ist der Teil, wo man hinterher drauf steht, was einem eben ermöglicht, nicht einzusinken. Das werden wir hier aus so einem Kunststoff fräsen. Der ist relativ flexibel und lässt sich einfach zersparen. Demnach werden wir jetzt den nehmen und da einmal zwei solche Decks ausfräsen. Hier habe ich mir jetzt schon mal eine Vorlage gemacht für die Bindung. Ich möchte einmal vorne so ein Körbchen haben, wo der Riemen zu dem Punkt geht und dann hier oben rangezogen wird, von beiden Seiten jeweils. Und an der Ferse einmal so ein Fersenriemen. Nachdem ich jetzt einmal das mit Klebeband gemacht habe, habe ich mir dann nochmal eine Pappschablone gemacht, wo ich hier so ein D-Ring hinterher reinnieten werde. Und die ganze Bindung sozusagen werde ich hier aus so Schlauchmaterial machen. Das ist quasi wie so ein Heavy Duty XXL Feuerwehrschlauch. Ziemlich robust. Not aus! Der ist, glaub, ein bisschen. Ja, genau so braucht ich das Teil. Sieht gut aus, ne? Für die Bindung habe ich seitlich hier so D-Ringe. Die werde ich jetzt mal hier dran festnieten. Und Stücken zu breit. Hier haben wir den D-Ring aufgefädelt. Stecke jetzt die Niete von innen durch. Und von außen lege ich noch eine kleine VA-Scheibe drauf, so dass das Ganze vernünftig Andruck hat. Dann nieten wir den ganzen Bums einmal zusammen. Dann ist nämlich die Öse hier und innen ist es glatt, so
sodass dann der Schuh davon nicht kaputt geht. Passen hier nämlich diese Druckplatten hier ein bisschen besser an den Schuh, wenn die ein bisschen gebogen sind. Mal die Aluwinkel abwinkeln, also das Stück wird jetzt hier vor dem Loch drunter kommen, so dass wir dann hier die Klappmechanik für den Fuß einbauen können. Also an unserem Prototypenschuh haben wir jetzt den Klappmechanismus fertiggestellt. Das habe ich jetzt nicht so doll gefilmt. Wie wir das gebaut haben, ist eigentlich jetzt nicht so spektakulär. Den Verstärkungswinkel hatte ich ja noch gezeigt. Und hier sind jetzt einfach zwei kleine Aluwinkel miteinander verbunden, die eben den Schwenkmechanismus geben, dass wenn man mit dem Schuh abrollt, zieht man den so hinterher, dass der eben hier so durchschwenken kann. So. Gut, wir haben jetzt zwei Paar von unseren Krallen. Ich weiß, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, wie ein hässlicher Baum oder wie irgendwie ein komisches Tablet mit vier Antennen. Aber das macht nichts. Wir werden jetzt mal die Krallen umbiegen, dass das Ganze wie so eine Tatze hinter in den Schnee greifen kann. Ach, willst du einen einspannen und dann rumziehen, oder? Sehen wir jetzt den Amboss für Arme. Fertig sind unsere Tigerbärenkrallen. Die müssen wir jetzt noch bohren und dann an unseren Schwenkmechanismus annähen. Nachdem die Kralle montiert ist, schaut das Ganze so aus. Die Kralle ist jetzt auf dem Schwenkmechanismus montiert. Das heißt, wenn man den Fuß hoch nimmt, um zu laufen, schwenkt das Ganze mit und zieht man daneben auf dem Schnee hinterher. So sieht das Ganze eigentlich echt ganz gut aus. Und jetzt werden wir hier auch nochmal Verstärkungen hier und hier unten machen. Das wird auch nochmal so ein Winkel, den wir da an der Rand aussparen und dann umbiegen. Wir haben jetzt hier die Winkel, die noch zur Verstärkung von dem Deck dienen, dass wenn man da drauf tritt, dass das Deck an sich noch ein bisschen stabiler ist. Und da werden wir jetzt noch hier so eine leichte Wellung reinbringen. Man könnte natürlich auch Zähne richtig machen, aber so eine Welle
Reicht eigentlich aus. Haben jetzt einfach hier kreisförmig so ein bisschen Zacken aufgemacht und werden die dann einfach mit dem Bandschleifer rausschleifen. Das geht eigentlich am schnellsten. Die beiden Verstärkungswinkel mit der Sägezahnung wird einmal hier in der Mitte vom Deck und am Ende vom Deck montiert mit Nieten. Bevor wir das machen, müssen wir aber erst den Außenrahmen aus dem Aluband hier biegen und auch da wollen wir noch Sägezahnung einbringen. Wie wir das machen und wie wir den Schneeschuh testen, seht ihr dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao.